Hellschlaufe. Ich werde Sie trotzdem aber fragen, haben Sie irgendwelche Waffen dabei? Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass Sie ins BD kommen mit Waffen. 50er Kaliber, Schlagstock von deinen Kollegen, Baseballschläger, Schlagring, Klappmesser und das war's. Sie hat sich verwandelt! Ich schwöre, sie hat sich verwandelt! Bleiben genau, Sie stehen, kaputt. Halt den Fresse, wer hat denn die... Ah! Sie ist da! Hey. Slide with me if you feel like 550 on the fast sticky. Come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky. Come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? Ja, man, damit ihr auch erkennt, dass das Miguel ist. Oh, that's right. So many cars, too many keys, I think I need a whole locker. Get the hoes to come to your shows, but don't give them dough and try not to date them. Look, might do my thing if I let her hang, but she got to know I can't be with her. I live Monday through Friday, like every day is the weekend. Yo, that's right. Ist der für Moped? Ah, nice, guck mal, das gehört. Jetzt muss ich nur noch den Kabelzieher machen noch, aber das krieg ich hin. Aber jetzt ist mein Auto hier, ah, egal. Fuck, warte mal, das Gag. Ah ja. Aber der Sprit? Okay, warte, ich stell das gefährlich in den Kurven, damit wer reinfährt. Tank leer, ah, hat sich ja gelohnt, aber zumindest konnte ich das da hinstellen. Jo. Hola, Heracles! Hallöchen! Kannst du mir eine Hilfe machen, bitte? Wobei denn? Ah, dieser Vollidiot da vorne mit dem weißen Auto ist mir eben gerade voll in den Seite reingefahren. Ich habe ganz viele Kratzer hier dran jetzt. Guck mal. Ja, das sieht nicht schön aus. Ich kann die rauspolieren. Kriegst du das hin? Ja, das bekomme ich hin. Ohne das, du musst mein Fahrzeug auseinanderbauen oder so, weil ich brauche das noch. Ich habe nur das. Ja, nee, das kann ich gleich hier vorher machen. Kein Problem. Das wäre voll geil. Dann gehe ich kurz zu den Cops rein, ja? Ja. Okay. Hä, bist du nicht der Typ mit dem weißen Auto draußen? Meinen Sie mich? Sie, bist du der Typ, der in dem weißen Auto draußen gehört, oder nicht? Nee. Nee. Ich kenn dich doch. Du hast doch eben gerade noch mit einem Typen gerade geredet und hast gesagt, ich verarsch den Bullen, ich hab gar keinen Führerschein. Genau. Ich komm gerade von irgendwo aus dem Norden hierher gelaufen. Da tue ich mir das nicht an. Ah. Ich glaube nicht, dass ich dich verwechsel, aber ist nicht mein Problem. Kannst du fertig? Ja. Ja, ist fertig. Oh, geil. Was du kriegst du an Geld? $53. Das ist aber schon viel, ne? Ja, aber kostet ja alles mit Arbeitszeit und so weiter. Das sind die aktuellen Preise leider. Na gut, was sollen wir machen, ne? Ja, kannst du mir eine Rechnung machen? Ja, die bekommen Sie. Alles klar. Mal die Rechnung unten rechts und dann links die Karte durchziehen. Dann noch einen ruhigen Dienst. Super. Danke für die Hilfe. No, ich brauche das nicht. Okay, gut. Ich gucke mir das gleich an, ne? Ich hoffe, du hast das gut gemacht auch. Das ist gut gemacht. Kein Problem. Hola! Einen wunderschönen guten Abend. Wie kann ich helfen? Was geht ab? Naja, guck mal, pass mal auf Folgendes. Ich habe mal angerufen, die Tage irgendwann. Und habe gefragt, ob ich habe Aktenlage oder sowas. Aber dein anderer Kollege hat gesagt, ich kann dir nicht sagen am Telefon, ob du hast du Aktenlage. Dann habe ich gesagt, warum kannst du nicht sagen, ob ich habe Aktenlage? Dann sagt er, ja, weil ein anderer könnte auch anrufen und sagen, dass du wärst du, aber eigentlich bist du ein anderer, um herauszufinden, ob ein anderer Aktenlage hat. Dann habe ich gesagt, aber warum sollte ich so tun, als wenn ich ein anderer bin, um herauszufinden, ob ein anderer Aktenlage hat? Was interessiert mich, ob ein anderer Aktenlage hat oder nicht? Und jetzt stehe ich hier, weil er hat gesagt, du musst auf jeden Fall vorbeikommen, weil du kannst das nicht am Telefon machen. Hatten wir das Gespräch nicht letztes erst, wo ich sie da gebeten habe herzukommen, sie sind hergekommen und ich habe ihnen gesagt, dass sie keine offenen Akten haben? Möglich, aber das ist ja lange her, in der Zeit passiert viel. Kannst du mal gucken, bitte? Ich gucke, ach. Wie lange brauchst du, um zu gucken, ob ich Aktenlage habe? Ja, ich muss gucken, welche Akten offen sind und welche geschlossen. Das ist gerade... Habe ich viele? Akten, ja. Verstehe ich nicht. Herr Schloffel, diesmal haben Sie tatsächlich eine offene Akte. Okay, was ist da drin? Dann können wir Erklärung machen. Wir können da bestimmt das klären. Jo. Dass Sie eine Waffe besessen haben, die Sie nicht besitzen dürfen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Wann? Das Datum habe ich mir nicht gemerkt, das ist auf jeden Fall noch nicht so lange her. Okay, und was genau soll ich gemacht haben? Sie haben sich den Anweisungen von den Beamten widersetzt. Natürlich, den Fotzen, ja. Ich habe das Widersetzung gemacht.
Nicht von Beamtung, sondern von den Fotzen, ich hab das gemacht. Also, Herr Schloss. Wo ist der dabei gewesen ist? Der soll hier kommen. Das können wir gleich klären. Der soll hier kommen. Folgende Sache. Weißt du, was vorgefallen ist? Oder soll ich Erklärung machen? Ich weiß tatsächlich, weil ich nicht dabei war, nicht genau, was vorgefallen ist. Ja, ich kann dir schon Erklärung machen, gar kein Problem. Dann erklären Sie mal. Guck mal, ich bin an Tankstelle gewesen, ne? So, und ja. Es ist überhaupt gar nichts gewesen, ganz ruhig alles, ne? Dann, irgendwann kommt so eine Frau, keine Ahnung. Aber ich habe nicht irgendwie denen etwas weggenommen oder sonst was, sondern die wollte mir anders kein Zuhören machen. Ich habe denen gesagt, pass auf, nehmt einfach diese Frau hier weg und verpisst euch mit dieser Frau hier weg, weil ich habe weder Lust noch Zeit noch irgendetwas, die ganze Zeit ein Hupung von dieser Frau zu ertragen, geschweige denn, dass ihr hier Eskalation macht, weil diese Frau eine Behinderung ist. Aber ehrlicherweise muss man ja auch sagen, dass der richtige Weg gewesen wäre, nicht, dass sie sich selber darum kümmern, sondern dass sie uns rufen und wir die Frau da entfernen. Natürlich. Ich stehe an Grove Street Tankstelle und rufe den Kopf, damit die sich darum kümmern, dass seine Frau nicht die ganze Zeit mir auf Sack rumtrollt. Ein bisschen langsamer reden, ein bisschen leiser und den Kollegen auch mal zu Wort kommen lassen, weil... Ich bin Aufregung, Jubs! Miguel, du redest jetzt seit Minuten im Wasserfall und er versucht dir gerade was zu erklären. Und du lässt ihn nicht. Aber ich bin Aufregung, verstehst du nicht? Ich verstehe, dass du aufgeregt bist, aber das wird nicht besser, wenn du ihn nicht zu Wort kommen lässt. Okay, weil dann kann er dir nicht erklären. Ich bin leise, ich mach Schnabelfuchs, oder wie das heißt. Schweigefuchs? Ja, Schweigefuchs. Okay, tut dir mir eingefallen? Was? Ich gehe in den Knast, aber sie muss sich raushalten. Sie ist der Teufel. El Diablo in Persönlichkeit. Das hinterfrage ich einfach nicht. Sie ist El Diablo. So sehen? Ich glaube auch, sie hat übersinnliche Kräfte oder so etwas. Dann habe ich folgendes Angebot für Sie. Wir gehen nicht runter in die Zellen. Ich werde Ihnen vorläufig nichts abnehmen. Wir gehen erstmal in den Projektorraum rüben und klären das da. Dass wir das nicht hier mitten im Raum machen müssen. Ja, kommst du, gehen wir. Machen wir Klärung. Dafür bin ich hier. Ja. Herr Elschloftow, ich werde Sie trotzdem aber fragen, haben Sie irgendwelche Waffen dabei? Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass Sie ins BD kommen mit Waffen. 50er Kaliber, Schlagstock von deinen Kollegen, Baseballschläger, Schlagring, Klappmesser und das war's. Warum haben Sie dann 2 Satz Fallschirme und 2 Baseballschläger dabei? Naja, einer für den rechte Hand und einer für den linke Hand. Ja, ist klar. Die Pistole nehme ich Ihnen mal ab, den Schlagstock nehme ich Ihnen ab. Hände können Sie runternehmen, den Rest lassen Sie bitte noch in der Kiste, bis wir hier fertig sind. Den können Sie eine gleich Frage mitnehmen. Hätte ich noch, Herr Elschloffer. Haben Sie vorhin PD eigentlich auch die schwarze Katze davon sehen vorhin? Nein, ich habe das nicht gesehen. Oh, okay, dann schreibe ich das Wasser mal. Das Ganze würde ein Bußgeld von $2,500 machen. Ihr Portemonnaie war relativ dick, ich glaube nicht, dass Sie unter $3,000 insgesamt fallen, wenn ich Ihnen das Bußgeld ausstelle. Nein, ich habe halbe Kontostand auf Hand, halbe auf Konto. Schreib Ihnen das einmal auf, die Rechnung. Schreib Ihnen da noch einen netten Text drauf. Kannst du daran denken, mein Akte auch zu schließen? Ich hatte einmal den Fall, da haben die das nicht zugemacht. Ich habe 2x Strafe gekriegt. Ja, nein, natürlich, das wird nicht passieren. Ich glaube, ja, haben die anderen auch gesagt. Gemacht. Oh, ich kenne dich nicht. Bitte einmal unten links. Wilson? Dankeschön. Dann dürfen Sie jetzt gehen. Sie dürfen Ihren Kram mitnehmen aus der Kiste. So, dann noch einen schönen Abend, Herr Schlüfter. Danke, das Gleiche. Danke, ciao. Oh. Hau rein, Herr Stark. Grüß Herr Reyes, du kümmerst dich um die Akte? Ich kümmere mich um die Akte. Check, danke dir. Puh! Das hätte schlimmer enden können. Was geht ab? Hallöchen. Einen guten Tag wünsche ich. Das Gleiche. Schickes Auto hast du. Alter, warte mal. Ich kenn dich. Bezweifle ich. Ich bin mir sicher, ich kenn dich. Glaub ich nicht. Nimm mal deine Brille runter. Du bist doch... Doch. Ich kenn dich ganz genau. Das glaub ich nicht. Ich kann dir mal meinen Ausweis zeigen. Ich bin seit gestern im Start. Du hast doch letzte Woche an mein Haus geklingelt und wolltest mit mir über Gott reden. Das bezweifle ich. Ich bin Atheist. Was bist du? Wie gesagt, ich bin Atheist. Ich esse auch kein Gemüse, aber was hat das damit zu tun? Ich bin erst seit gestern im Start. Ah, ich glaube dir nicht. Ich kann dir ja nochmal meinen Ausweis zeigen. Okay, warum sprichst du mich dann an?
Du willst doch bestimmt wieder mit mir über Gott reden, aber jetzt willst du nicht mehr mit mir über Gott reden, weil ich gesagt habe, dass du der Typ bist, der mit mir über Gott reden wollte. Und jetzt versuchst du dich dort rauszureden und sagst, du willst mit mir überhaupt gar nicht über Gott reden, weil du irgendwie irgendwas mit Gemüse hast. Nein, ich wollte eigentlich nachfragen, wo man hier ein Auto herkriegt. Autohaus. Ja, ein günstiges Auto. Auch Autohaus. Günstiges Autohaus. Okay. Aber hast du überhaupt Geld für Auto? Ich habe $3,000. Ja, das ist überhaupt nicht genug Geld für Auto. Ich weiß nicht, wie die Preise hier sind. Ah, du musst erstmal Geldverdienung machen. Soll ich dir zeigen, wie man schnell Geldverdienung macht? Kannst du machen. Okay, steig ein, komm mit mir. Weil für 3000, du kriegst doch überhaupt nichts. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich bin das seit gestern hier, ich kenne mich noch nicht so gut aus. Kennst du dich schon aus hier? Noch gar nicht. Dort kannst du irgendwas legal Arbeit machen, rechts von uns. Was weiß ich nicht. Hier auf linker Seite kannst du auch irgendwas legal Arbeit machen, aber was weiß ich auch nicht. Ich hab's nicht so mit legales Arbeit. Ich zeig dir, wie man viel schneller Geld verdient. Was hast du früher gearbeitet? In der Firma von meinem Papa. Der hat Plastik recycelt. Und da habe ich die Ausbildung zum Firmenleiter begonnen. Hier wohne ich. Ah, schickes Haus. Willst du was essen? Ach nee, ich hab schon. Ich hab Tomatensuppe mit ganzen Kuchen, hab ich noch. Okay. Boah, das Spiegelei sieht gut aus. Ja, aber also an deiner Stelle würde ich lieber Tomatensuppe mit ganzen Kuchen probieren. Okay. Denn das ist meine Spezialität. Aber du darfst den Schnabel nicht mit essen, den kriegst du nicht gebissen, sonst hast du keine Zähne mehr danach. So. Okay, jetzt kann losgehen. Hast du eine Waffe? Ich habe eine Taschenlampe und mein Messer. Taschenlampe und ein Messer. Nimm mir dein Handy hinter den Kopf. Das ist wichtig. Ich muss überprüfen, ob du kannst du eine Waffe oder nicht. Ja, wie gesagt. Ich kenne dich nicht so lange, kann dir nicht vertrauen. Jetzt mache ich dein Handy hier hinten mit einem Kabelbinder zusammen. Okay. Jetzt kommt von dem Kabelbinder aus ein Seil. Ah, das muss ich hier rum. Und den knote ich hier dran. Das ist Step 1 für den Geldverdienung. Okay. Schlaf doch. So, jetzt kommen wir der Sache näher. Okay, was haben sie rausgefunden? Ich habe überhaupt nichts rausgefunden. Aber ich habe Forderungen. Scheiße, El Diablo soll mich in Zukunft in Ruhe lassen. Ja, aber was rufen sie mich denn dafür an? Ansonsten, wie kann ich das denn klären? Das ist mir egal, wie du kannst du das Klärung machen, Herr Rabe. Aber ansonsten werde ich den Typ neben mir, den ich gerade an den Zaun gefesselt habe, einfach in den Kopf schießen. Aber dann kommen sie definitiv in die Hölle und dann wird er ihnen generell... Ich komme sowieso in den Hölle! Ja, aber es geht doch darum, ob sie unendlich in die Hölle kommen oder eventuell eine nette Suite haben oder so und nicht irgendwie... Nur in der Hölle komme ich sowieso, aber in der Zeit, wo ich noch nicht in der Hölle bin, soll mich El Diablo in Ruhe lassen! Aber sie haben so ein nettes Gesicht, vielleicht hat er einfach gedacht, sie sehen so netter aus. Das ist ihr Bart. Ich habe mich rasiert. Okay, ich versuche mein Bestes. Ich ruf mal Wasser an. Der kennt sich mit Teufelsaustreibung und so einer Scheiße, kennt er sich aus. Tun Sie demnächst. Ich ruf zurück. Versprochen? Ja, kleines Ficken. Dann futter ich den noch mit Tomatensuppe mit ganzen Kuchen. Okay. Selber essen kann der nicht mal, hab den festgebunden. Okay, danke. Ich beeil mich. Das tut mir leid, Mann, aber ich musste dich benutzen, Alter. Ein Teufel verfolgt mich. Dann ist verständlich. Also, mehr oder weniger. Jetzt kann ich halt den Karsten... Solange du mich halt nicht wirklich abstichst, jetzt kann, in Ordnung. Naja, also, natürlich werde ich das nicht tun. Dieser leicht unterschwellige Unterton finde ich sehr... sehr wahrscheinlich werde ich das nicht tun. Und die grandiose Unterhaltung. Ich wollte gerade anrufen. Ich stecke den jetzt ab. Bist du? Nein, wo bist du? Na, ich stecke den jetzt ab. Wie Superman. Warum? Aus mehreren Gründen. Warum? Weil du dir nicht klärst, dass der El Diablo von mir wegbleibt. Ich hab's gerade geklärt, wir sind auf dem Weg. Ich sitze im Helikopter, ich hab Ochsenblut dabei, ich hab mehr. Was denn für Ochsenblut? Was soll ich damit? Ja, du musst dir ich hab keine Ahnung, wie so ein Exorzismus funktioniert. Was für Exorzismus? Nein, du hast einen Dämon auf dir. Ey, warum hab ich Dämon auf mir? Ja, was willst du mir denn sonst damit sagen, außer dass der König der Hölle der Dämon hinter dir arbeitet ist. Bei dir im Präsidium. Ich hab zufällig Summer dabei. Du hast El Diablo mitgebracht! Warum hast du El Diablo hier gebracht? Kannst du mich bitte nicht so erschrecken, ich Helikopter. Wenn ich das kaputt mache, dann haben wir alle ein Problem. So, wir klären das jetzt. Nein, komm mal zurück. Komm mal zurück, wir klären das jetzt. Wo bist du denn?
Wir sind hier vorne gelandet. Ah, dort. Warte mal, du hast uns nicht gesehen? No. Okay, wir steigen mal aus. Wir steigen mal aus. Hallo? Was geht ab? Ich hab diesen Typ gefangen, der kleine Katzen auf Handtaschen macht. Aber nicht... Moment, was? Was? Na, dieser Typ, der kleine Katzen auf Handtaschen macht. Oh Gott, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ja, ich hab ich hab das falsch verstanden mit dir und dem... Also dem König der Unterwelt. Ich hab gedacht, du meinst den Teufel. Und sí, el Diablo! Ich steck den ab jetzt. Nein, nee. Komm, lass mal. Doch. Mach mal nicht. Ich mach den tot. Der sieht voll nett aus. Lass den mal. Ich mach Opferung mit dem. Ja, ich mach mit dem jetzt Opferung. Aber wenn du mich opferst, dann kommt doch noch ein Dämon. Stimmt, du kommst in die Hölle dafür. Nein, das ist so funktioniert. Ich komm sowieso in die Hölle, aber ich will, dass mein Leben hier auf der Erde anständig ist. Dann hör auf, Geiseln zu nehmen. Dann hör auf, El Diablo-Sachen mit mir zu machen. Ich mach doch überhaupt nichts mit dir. Was ist denn jetzt dein Problem? Du machst so Gehirnwäsche und so Sachen. Miguel, können wir das jetzt vielleicht in Ruhe regeln? Ohne uns anzubrüllen? Muss los. Wie? Au! Sie hatte Totenschädelkopf auf einmal. Verpiss dich, El Diablo! No! Niemals! Sie hat sich in Totenschädelkopf-Verwandlung gemacht! Sie hat sich verwandelt, Elben, ich schwöre! Verpiss dich! Sie hat sich verwandelt! Ich schwöre, sie hat sich verwandelt! Bleiben genau, mach den kaputt! Halt den Fresse, wer hat den... Sie ist da! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Miguel, ich bin direkt hinter dir. Ich schwöre dir, ich zieh dir am Pulli. Mein Gott! Gott. Puh. Weiche! Puh. Weiche! Ich... Mein Lunge! So viel. Weiche geht's! Ich weiß nicht. Was ist denn dein Problem, Miguel? Ey, wirklich. Ich weiß genau, was du bist, du! Ich hab gesehen, was du bist, du! Sondern das ist einfach. Ich hab Totenschädelkopf gesehen. Alle zwei Wochen. Du kannst allen hier etwas vormachen, aber mir, du kannst nichts vormachen. Du, ich hab gesehen, dass du Totenschädelkopf-Verwandlung hast. Was hab ich? Ich hab's genau gesehen. Oh, ruf Yoshi an. Ich glaube, das ist ein Fall für einen Psychologen. Du bist ein Fall für einen Exorzisten, bin ich ganz auf ehrlich. Auf keinen Fall! Miguel! Nein. Miguel, jetzt bleib doch, es bringt doch nichts. Avery, das ist voll. Miguel, ich taser dich. No! Miguel, wenn du nicht stehen bleibst, verhexe ich dich in den Frosch. No! Frosch! No! Tu ich doch! Hau doch ab jetzt! Bleib doch stehen! Hey, stopp, da bleibst du stehen jetzt! Auf keinen Fall! Ich werde nicht sterben! Lass mich in Umschub rein und flieg mich irgendwo anders hin! Ausgedrückt. Miguel. Alter. Mein Gott. Jetzt ist aber auch mal gut. Miguel? Oh nee. Hey, schlaf doch. Miguel? Hallo? Ich glaube, jetzt ist den Kopf auf den Stein gestoßen. Er ist auf den Kopf geflogen. Hey, schlaf. Oh, Scheiße. Ruf Medizin und sag, Yoshi soll mitkommen. Oder irgendein psychisch brauchen selber Stoffzelt. Mein Gott. Ach, Mann. Ja, Mensch. Nochmal mach ich das nicht mit. Jiro, magst du mal eine Rettungsdecke aus dem Tau holen? Buh, ja. Mein Gott. Warte. Was? Hinter dir stand der.